Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt in mein neues Video. Halbzeitfavoriten. Ja, ein halbes Jahr ist um und ich habe in meiner Sammlung gestöbert und alles kunterbunt rausgefischt, was mir das letzte halbe Jahr Spaß gemacht hat. Und das möchte ich euch heute zeigen. Wenn ihr drauf Bock habt, bleibt super gerne dran. Ja, das ist ein neues Format hier auf meinem Kanal, denn bis jetzt gab es bei mir Jahresfavoriten oder Jahresrückblicke, alles so in dieser Richtung. Und dann habe ich mir aber eigentlich gedacht, im Juli könnte man schon so das erste halbe Jahr Revue passieren lassen. Und ich möchte das Ganze nicht nur auf Make-up projizieren, sondern auf alle Favoriten, die mich so von Jänner bis Juni begleitet haben. Und deswegen gibt es die Halbzeitfavoriten. Ich habe eine ganze Kiste gepackt mit unterschiedlichsten Produkten, die mir Spaß gemacht haben. Das sind sowohl neue Produkte, über die ich mit euch vielleicht noch gar nicht gesprochen habe, aber auch Produkte, die ihr von mir kennt, die nach wie vor für mich ja der Rede wert sind, sage ich einfach mal. Und die möchte ich euch heute zeigen, vorstellen. Und vielleicht könnt ihr euch das ein oder andere als Inspiration mitnehmen. Es geht da gar nicht darum, dass ihr losrennt, Produkte kauft, sondern vielleicht habt ihr auch was im Schrank, wo ihr sagt, ja, ich sollte das auch mal testen und vielleicht gebe ich dann einen Denkanstoß und ich hoffe, ihr freut euch auf ja, dieses Video. Los geht's! Ja, diese Kiste ist natürlich jetzt kunterbunt gepackt. Aus verschiedensten Bereichen habe ich verschiedenste Produkte, die ich einfach gut finde. Beauty, muss ich sagen, ist wenig dabei, dazu aber dann nachher ein bisschen mehr. Aber wenn wir beim Thema Beauty sind, möchte ich euch meinen heutigen Augen-Make-up-Look ein bisschen näher bringen. Das ist eine Palette aus der letzten Palettenreise mit den Buchstaben E. Da gab es drei Paletten, die ihr gerne noch ein bisschen genauer sehen wollt. Und heute habe ich mir eine zur Hand genommen, und zwar die Essence Everlasting Blooms, die liebe Elfriede, glaube ich, sich gewünscht hat, mal in Action zu sehen. Und das ist das schöne Schätzchen. Ich komme mal näher ran. Ich habe oben den Fliederton von meinem Oberteil aufgenommen und unten das Rosa. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Und die Palette dazu sieht auch passend rosa-lila aus. Mega Look. Ich mag die Palette. Ich habe auch oben mit Rosa dann noch ein bisschen ausgesoftet. Ich hoffe, es kommt in der Kamera gut rüber. Und ja, ich fand den Look ganz schön. Ich hoffe, es ist nach eurem Geschmack, die Palette auch mal im Auge zu sehen. Ganz, ganz hübsch. Eine schöne LE-Palette. Und ja, ist der heutige Look mit dieser Palette, die aber jetzt nicht unbedingt zu meinen Halbzeitfavoriten gehört. Ich wollte es einfach nur mit aufnehmen, weil ihr euch immer wieder wünscht, dass Paletten auch mal wieder aufs Auge kommen, dass ihr seht, wie die im Auge wirkt. Und so soll es sein. Ich starte jetzt einfach mal und ich starte mal mit den Produkten, die ich so nebenan stehen habe, nicht in meinem Körbchen. Als erstes möchte ich euch zeigen, was ganz Simples, und zwar Tassengläseruntersetzer habe ich das letzte halbe Jahr geliebt. Mit dem Einzug in die neue Wohnung habe ich mir wirklich angewohnt, diese Untertassen, Tellerchen oder Teehalter, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, Untersetzer, das ist vielleicht das passende Wort, immer zu verwenden. Ich habe aktuell die hier in Anwendung, die perfekt in meine Einrichtung passen, die ich vom Action habe, die hinten mit Kork sind und somit auch die Flüssigkeit aufnehmen sollte, da irgendwie mal was drüber schwappen. Und jetzt gerade in der warmen Sommerzeit ist es halt wirklich oft so, dass ein Glas vielleicht zum Schwitzen beginnt und dann fängt dieses kleine Teilchen auch ein bisschen Flüssigkeit auf und versaut mir nicht den ganzen Tisch. Habe die sowohl auf meinen kleinen Couchtischen als auch hier hinten auf meinem Esszimmertisch verteilt und nutze sie immer, wenn ich etwas zu trinken mir vorbereite. Finde ich richtig gut, gibt es günstig bei Action, gibt es in verschiedensten Varianten. Ich habe sehr viele mittlerweile hier und nutze die super gerne. Und kann ich euch an die Hand geben, wenn ihr auch Angst habt um eure Möbel, dass man vielleicht ja, seine Gläser, Tassen, wie auch immer, auf sowas abstellt. Wo wir gleich zum Thema Tassen, Gläser, wie auch immer kommen, ein absoluter Favorit im letzten halben Jahr sind meine Trinkgläser mit Kombination, und zwar diesen Strohhalmen aus Glas. Kleiner Reminder an euch, schnappt euch was zu trinken, wenn ich lange quatsche, es ist super warm. Ich tue das auch, ich trinke für meine Verhältnisse viel zu wenig, aber diese Gläser helfen mir tatsächlich, dass sich mein Trinkverhalten verändert hat. Ich schaffe es tatsächlich, 2-3 Gläser, wenn ich zu Hause bin,
zu trinken. Ich fülle sie mir so wie heute super gerne mit einfach einem Sprudelwasser, Mineralwasser und vielleicht so einem Verdünnungssaft, gerne in Himbeer-Zitrone, einen Strohhalm hinein. Und ich greife einfach mehr dazu und trinke mehr. Und deswegen finde ich, ist es für mich sowas, wo ich sage, das gehört auf jeden Fall in die Halbzeitfavoriten. Denn es hat mein Trinkverhalten im letzten halben Jahr verändert. Ihr habt mitbekommen, dass ich kreislauftechnisch nicht immer gut aufgestellt bin. Und ich trinke schon mehr, aber es ist immer anscheinend noch zu wenig. Und trotzdem unterstützt mich diese Art vom Trinken her sehr. Ich weiß, dass viele unter anderem auch auf Trinkflaschen schwören. Der Typ bin ich einfach nicht, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich ja keine Leidenschaft dazu, aus einer Trinkflasche zu trinken. Aber die mit den Strohhalmen, ich habe übrigens beides, nein, ist gelogen, die Gläser habe ich, glaube ich, vom Mömax gekauft. Da habe ich 6 Stück zu Hause. Das sind so klassische Biergläser eigentlich. Und die Strohhalme habe ich bei Amazon gekauft. Die sind schon vorgebogen und sind spülmaschinenfest. Ich nutze sie auch wirklich tatsächlich hauptsächlich für so Wassergetränke. Ich weiß nicht, wenn ich sie in den Geschirrspüler gebe, werden sie super sauber. Ich habe auch noch so ein Metallstäbchen dabei, womit ich sie reinigen kann. Aber das ist gar nicht notwendig, wenn ich sie einfach nur mit so einem Wassergetränk benutze. Wenn ich das jetzt benutzen würde mit Cola, Eistee, weiß ich nicht, wie sauber sie werden würden. Kann ich euch so jetzt gar nicht sagen. Sind mir aber um einiges lieber diese Glasstrohhalme als die metallenen. Erstens, weil man sieht, was innen los ist. Und zweitens, weil sie vom Trinkverhalten her, ja, finde ich, sehr angenehm sind, um etwas zu trinken. Gut, bleiben wir vielleicht gleich in der Küche, weil ich ja gesagt habe, so rundherum. Ich zeige euch etwas, wo jetzt vielleicht die ein oder anderen schmunzeln. Für mich war es aber ein Gamechanger. Und zwar habe ich mir erst vor kurzem, vor nicht mal 1,5 Monaten, einen Toaster gekauft. Ich habe sogar noch die Umverpackung, weil ich noch Garantie habe. Und zwar so einen, ich nenne ihn Spring-Toaster. In dem Fall von Philips. Für mich ein absoluter Gamechanger, habe ich vorher nicht besessen und ihr werdet vielleicht jetzt lachen und ich denke, oh mein Gott, wo lebt sie denn? Aber für mich war das ein richtiger Gamechanger, um mir ein leckeres Frühstück zu machen. Ich esse super gerne getoastetes Toastbrot, egal ob jetzt vielleicht mit Wurst oder Käse oder auch mit Marmelade, Nutella. Es geht einfach super flott und ich habe den vom Action gekauft, ich glaube um nicht mal 20 Euro und ich habe mir gedacht, oh ja, ich muss mit aufnehmen, es ist sowas, was mir meine Frühstückssituation einfach sehr vereinfacht und ich Spaß daran habe, ihn aufzustellen. Ich kann ihn auch gut und schnell verräumen zum Wochenende hin. Verändert sich mein Frühstück dann oft, beziehungsweise ich nutze es am Wochenende und in meinen Homeoffice-Tagen. Wenn ich ins Büro fahre, habe ich für Frühstück zu Hause keine Zeit. Dann nehme ich mir dann immer irgendetwas mit. Aber für die Tage, wo ich zu Hause bin, hat sich der absolut gelohnt. Und für mich auch handlicher in der Handhabung als ein Plattengriller, den ich auch zu Hause habe. Mega Teil und bei Action günstig bekommen. Falls ihr noch nach einem Toaster sucht oder sagt, ja, eigentlich würde ich sowas zum Frühstück auch gerne essen und habt irgendwie noch nicht daran gedacht, euch einen zuzulegen, bei Action gibt es den ganz, ganz günstig. Ja, natürlich habe ich dann auch noch Favoriten in der Küche, die jetzt so vielleicht sehr spektakulär sind. Spektakulär im weitesten Sinne. Meine Schwester hat mir vor ein paar Monaten eine Limited Edition an Spülbalsam bestellt. Der eine ist jetzt schon leer. Und zwar Sommerglück Spülbalsam in einer Duftedition. Eigentlich habe ich eine Geschirrspülmaschine, aber Pfannen, Töpfe wasche ich tatsächlich mit der Hand. Und ich muss sagen, diese Limited Editions von Denk mit sind der Oberknaller und ich musste das unbedingt mit aufnehmen. Das war jetzt eine Duftrichtung Ananas. Und ich sage euch, Leute, das hat so Spaß gemacht, Geschirr abzuwaschen. Ich weiß es nicht. Ich hatte echt Freude daran und habe mir gedacht, wenn ich schon Freude daran habe, solltet ihr das vielleicht auch wissen. Vielleicht spült ihr sogar alles per Hand und sagt, boah, es ist immer so nervig. Ich finde, dass er super fettlösend ist und dass er das richtig gut hinbekommt. Jetzt habe ich dann noch so ein Ötzerl drinnen, sehe ich gerade, aber ich habe schon in meiner Aufgebrauchtüte gehabt, extra für euch rausgefischt. Ich lieb's. Und jetzt habe ich erst gestern oder vorgestern von ihr nachbekommen eine weitere Richtung und zwar wieder in einer Duftedition. Das Gelbe heißt Spülbalsam und das ist Spülmittel Ultra und heißt auch Sommerglück. Also das dürften alles so LE-Produkte sein und wenn es mich nicht täuscht, ist das mit, ja, mit so, ich würde sagen, Huber Buber.
Wassermelone, Huber Buber, mega. Da macht es echt Spaß. Das fliegt gleich alles hier um. Da macht es echt Spaß, Geschirr abzuwaschen. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch das, was vielleicht auch alltäglich ist und was man im Alltäglichen braucht und nicht dieses typische und das finde ich gut und das finde ich gut. Das ist wirklich was, das habe ich 5-mal die Woche in der Hand und ich finde, das sollte man auch mal zeigen und das ist was, was man wirklich regelmäßig benutzt und deswegen gehört das auch in so ein Video, wenn ihr mich fragt. Aber jetzt sind wir tatsächlich bei meinem Körbchen angelangt und das sind ganz unterschiedliche Produkte und auch da gehe ich kunterbunt vor und starte mal mit einem Oldtime-Favorite, den ich euch einfach wieder in die Kamera halte, weil er einfach für mich essentiell ist. Und zwar die Rede ist von diesem It Cosmetic Foundation Pinsel. Das ist der Heavenly Lux Complexion Perfection Nummer 7 Pinsel. So sieht er aus. Ich hoffe, ihr könnt das, die Kamera fängt das vielleicht ein. Ja. Hat eben eine große Seite und eine Concealer-Seite. Ich liebe den. Leute, ich habe den schon sehr lange in meiner Sammlung und ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach so sehr. Ich mag es, mit dem meine Foundation aufzutragen. Er ist super weich und hier kann ich dann nochmal die Kontur so nachziehen. Eine absolute Liebe, etwas teurer, aber schon ewig in meiner Sammlung und ich dachte, ja, den muss ich einfach wieder mit aufnehmen. Hier kann man dann noch ausbessern mit der Seite oder auch so Kleinigkeiten hier um die Nase. Mega. Das sind Pinsel, die einfach von der Qualität her top sind und das Geld auf jeden Fall wert sind. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 2 oder 3 davon. Alle, die ich habe, sind tiptop in Form, werden regelmäßig gewaschen und behalten ihre Form und das finde ich richtig, richtig toll. Gut, es geht weiter und als nächstes zeige ich euch ein Produkt, was mit Make-up zu tun hat, auch damit wir so die Make-up-Kategorie ein bisschen abhaken. Und zwar hat mich das letzte halbe Jahr im Beauty-Bereich wenig begeistert. Also ich muss tatsächlich sagen, irgendwie bin ich von diesem Hype an Beauty-Produkten, es schwappt für mich nicht so mit. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt, aber ich glaube, ihr merkt auf meinem Kanal, ich bin gerne in meiner Sammlung unterwegs. Es gibt weniger Hauls, ich kaufe weniger nach und wenn, dann kaufe ich anders Produkte nach. Ich zeige nicht mehr so viele LEs, da kommt irgendwie nichts, wo ich sage, ich renne sofort los, wenn ich davon höre. Ich schaue nach LEs und schaue, ob da so 1, 2 Produkte für mich dabei sind, aber eskaliere nicht komplett. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat und ich deswegen auch wieder in die Kamera halte, ist aus der Catrice Seeking Flowers LE diese Blushes. Ich habe sie jetzt aktuell. Die rosa Variante habe ich jetzt in meiner Schminkbox. Der ist sogar noch zu, weil ich ihn noch nicht verwendet habe. Ich habe ihn aber schon bei einer Freundin verwendet und ihn aufgrund dessen auch nachgekauft, weil ich ihn so toll fand. Das ist jetzt die rosane Variante und ich liebe es einfach, wie der sich super verblenden lässt. Die orangene Variante hatte ich jetzt in der vergangenen Schminkbox. Ich weiß nicht, ob das Video schon online ist. Ich kann mir den auch gerne aufnehmen. Da geht das auch mit so einem Pinsel. Den nehme ich mir einfach auf und packe mir dann einfach hierher. Seht ihr das? Ratzfatz ist der aufgetragen. Und der ist so schön. Der lässt sich einfach mega gut auftragen. Man ist nicht overblushed. Und ich kann den auch so über die Nase. Ich finde das so hübsch und easy. Einfach easy. Ich glaube, man kann es sofort gut erkennen. Und ihr seht, ich habe nicht viel Produkt verwendet und gehe da einfach so mit diesen Bewegungen über die Nase und schon ist er aufgetragen. Sitzt sehr gut. Ich mag es, ihn dann zu setten. Zumindest habe ich das in der orangenen Variante öfters gemacht. Und wie das jetzt bei der rosanen sein wird, weiß ich nicht. Dafür ist er auch jetzt in die Schminkbox gewandert. Mega. Ich liebe es und das ist ein Produkt, wo ich wirklich sage, ja, von Jänner bis Juni war das sowas, wo ich wirklich Leidenschaft entwickelt habe. Was bei Beauty-Produkten eher weniger der Fall war in letzter Zeit. Ich möchte auch gleich das letzte Beauty-Produkt mit aufnehmen, wo ich sage, das möchte ich euch auch noch von Herzen empfehlen, weil es einfach wirklich Produkte sind, die ich auf Nieren getestet habe, wo ich wirklich viel damit gemacht habe und die Rede ist einfach von einer simplen Wimpernzange. Ich habe jetzt eine von Essence, die auch schon richtig runtergerockt ist, also die habe ich echt schon viel benutzt, man sieht es und es gehört getauscht. Ich habe viele im Backup, weil ich die eigentlich richtig gut finde. Die war mal aus dem Adventkalender, also die könnten viele von euch im Kasten schlummern haben, wenn ihr den Adventkalender hattet. Ich mag es einfach, wie er die Wimpern biegt.
Und die funktioniert richtig gut. Und ich finde, eine Wimpernzange macht definitiv einen Unterschied zu normal getuschten Wimpern. Ich bin natürlich für mich empfindlich, was mein Augen-Make-up betrifft. Ich träne oft mit meinen Augen, aber was die Wimpern angeht, hat mich die noch nie enttäuscht. Und die hat super funktioniert für mich. Ich habe auch gute und lange Wimpern, aber wenn sie dann so ein bisschen gebogen sind, eine gute Mascara dazu. Und ja, die Hälfte der Augen-Make-up-Geschichte ist erledigt. Ich trage heute auch diese Wimpernzange. Es ist halt heute sehr dunkel schon geschminkt, deswegen erkennt man es nicht so gut, aber ich liebe es einfach. Sie macht einen guten Job und ist super, super günstig. Gut, es geht weiter und jetzt möchte ich gerne eine Duftempfehlung ausschreiben, vor allem aussprechen. Für einen Duft, den ihr aus meinem letzten You-In-Video schon gesehen habt und ich euch einfach nochmal ans Herz legen möchte. Zwar die Rede ist von The Body Shop, das Eau de Toilette Rebelle Rose Boot. Ein traumhafter Duft, das ist mein angefangener Flakon. Ihr seht, bis zur Hälfte aufgebraucht. Wenn ich dran rieche, Leute. Absoluter Amber-Duft. Also es ist ein Mix aus absoluter Rose, Safran und Amber und ein so ein geiler Duft. Ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Jedes Mal, wenn ich dran rieche, kommt mir die Gänsehaut. Ich liebe diesen Duft. Ich habe ihn mir zweimal nachgekauft, das wisst ihr. Und es war einfach von Jänner bis Juni mein absoluter Favorite-Duft. Jetzt im Sommer würde ich ihn tatsächlich maximal abends, spätabends tragen. Er ist ein sehr, sehr schwerer Duft und könnte bei manchen auch Kopfweh auslösen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt und ein Amber-Fan seid, so wie ich, schaut ihn euch an. Ich liebe ihn sehr. Und er war nicht teuer und absolute Liebe das letzte halbe Jahr. Gut, es geht weiter. Eine große Liebe habe ich auch für ein Produkt entwickelt, was ich nicht gedacht hätte, und zwar für Lippenöle. Ich habe hier jetzt einen stellvertretend, der fast leer ist. Und zwar ist das der, den ich tagtäglich im Badezimmer stehen habe, den ich nutze, bevor ich mich fertig mache. Ich wasche mir mein Gesicht, ich putze mir meine Zähne. Ich trage Sonnenschutz, Tagescreme, whatever auf und dann nehme ich das Lippenöl und dann beginne ich erst mein Make-up zu machen. Und zum Schluss habe ich super durchfeuchtete, angenehme Lippen, kann aber auch das Ganze wieder abnehmen und einen Lippenstift auftragen oder habe einfach ein angenehmes Finish auf den Lippen. Und das ist jetzt das Lip Oil von Essence aus dem Adventkalender und der ist mit Avocado und Raspberry Oil. Also Avocado und Himbeere. Und ihr seht, ich habe den fast aufgebraucht. Deswegen möchte ich ihn euch unbedingt zeigen. Lippenöle haben mich begeistert. Zumindest für die morgendliche Pflege finde ich das sehr, sehr ansprechend. Ich mag es und ich habe das Gefühl, ich bekomme weniger Herpes. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich davor oft mit Würgeblasen zu kämpfen gehabt habe und das ist jetzt durch dieses Lippenöl in der Früh einfach weniger geworden. Vielleicht habe ich einfach mehr Pflege gebraucht und dieser normale Lippenpflegestift ist mir da zu wenig. Möchte mich da weiter umschauen. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei im Backup, wenn ich mich nicht täusche. Es kommen aber gerade super viele Lippenöle auf den Markt. Doch da möchte ich gern schauen, ob ich noch das ein oder andere finde, was ich dann nach dem benutzen kann in der Früh. Und ich glaube, es spricht für sich, dass es fast leer ist. Und bei Lippenprodukten, wisst ihr, bin ich eigentlich nicht so schnell zu begeistern. Aber dieses Lippenöl hat meinen Lippen ja, die besondere Feuchtigkeit gegeben, ein besonderes Finish, was mir richtig, richtig gut gefallen hat und ist somit absolut etwas, was so das letzte halbe Jahr in meine Routine eingebaut wurde, obwohl ich mit Lippenöl davor nicht viel anfangen konnte. So, ein weiteres richtig großes Thema sind ja immer meine Augenbrauen, die aktuell wieder richtig gut ausschauen. Ich habe sie mir vor nicht mal einer Woche gemacht und ich liebe das Finish. Ich habe sie jetzt nachgezogen mit einem Augenbrauenstift und mit einem Brau-Gel raufgebürstet. Ich liebe es so. Ich liebe das Finish. Ich mag es, wie es zu meinen Haaren passt. Ich zupfe, harze, färbe sie mir selber und habe dafür einige Tools, die einige von euch, so wollte ich sagen, die einige von euch schon kennen. Manche sind vielleicht neu hier, was mich sehr freut. Dann lasst mir super gerne ein kostenloses Abo da, dass ihr auch solche Videos, die sich mal wiederholen, nicht verpasst. Die Rede ist von meinen ganzen Augenbrauenprodukten. Ich habe euch alle mitgebracht und möchte aber auf eines speziell eingehen, weil ich dem weniger Aufmerksamkeit in der letzten Zeit geschenkt habe. Zumindest was es
im Bereich bedeutet, was ich euch sagen kann. Ich starte mal. Wenn ich mir meine Augenbrauen mache, habe ich immer eine Pinzette bei mir und auch die Balea Gesichtskaltwachsstreifen, die ihr von mir kennt. Ich brauche sie regelmäßig auf. Ich kaufe sie mir 2-3 Mal im Jahr nach. Damit hat sich meine Augenbrauen, ich weiß, dass irgendwo mal gestanden ist, es ist nicht für die Augenbrauen geeignet. Pillepanz. Ich bin der Meinung, wenn es für einen Oberlippenbart oder für die Kinnpartie geeignet ist, warum soll es für die Augenbrauen nicht funktionieren? Ich habe dazu auch ein separates Video gemacht, wie ich das mache. Das findet ihr ja vor gut 1-2 Jahren und genauso wie ich es damals mache, mache ich es immer noch. Es ist mit Mandelöl und Waldbeerenduft. Der Duft, würde ich jetzt sagen, ist nicht irgendwie relevant. Ich mag einfach, dass sie präzise sind, dass ich sie mir zuschneiden kann und das ist ein richtig, richtig gutes Produkt. Zusätzlich, was ich auch sehr gerne verwende und schon lange verwende, ist die Augenbrauenfarbe oder das Augenbrauenkit von Syos. Auch das kennt ihr von mir, auch dazu gibt es ein separates Video, wie ich es mache. Perfekt, haltet mir so 3-4 Wochen, je nachdem, wie viel ich im Gesicht an Produkten verwende, wie oft ich mich reinige, wie viel ich schwimmen gehe. Natürlich ist das alles immer individuell, wie lange es dann hält. Gerade im Sommer kann es auch vorkommen, dass ich es alle 2 Wochen machen muss, weil ich doch sehr viel mich abschminke, reinige, schwimmen gehe, Sonnencreme auftrage, unterwasche. Also dann, ich glaube, ihr könnt mir folgen. Mega. Ich mag es sehr. Es passt von der Farbe her richtig gut. Ich brauche nicht mehr viel Arbeit hineinstecken. Wenn ich sie mir sogar länger einwirken lasse, reicht es mir dann mit Augenbrauengel, sie nur festzutackern. Ich komme gut aus. Also da ist wirklich sehr viel am Produkt drinnen, dass ich mit so einer Packung ja auch gut ein halbes, dreiviertel Jahr auskomme. Das ist nichts, was sich leicht verschwenden lässt. Also ich brauche maximal 2 Packungen im Jahr und das ist wirklich für den Preis mega. Und das letzte Produkt, dem ich eigentlich nie wirklich Aufmerksamkeit geschenkt habe, also ich habe dem Produkt viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber ich habe es mit euch nicht geteilt, weil es ein LED-Produkt war. Und ich bin der Meinung, ich sollte es euch aber in die Kamera halten, auch wenn ihr es jetzt so nicht mehr nachkaufen könnt. Vielleicht kommt es mal wieder auf den Markt oder ihr kennt ein ähnliches Produkt, dann kann ich es euch wirklich vom Herzen empfehlen. Und zwar habe ich von Essence den Aftershape Brow Roller. Das ist dieses Produkt hier. Aftershape Brow Roller. Und zwar ist es einfach dazu da, wenn ich mir die Augenbrauen gezupft, geharzt habe und färben möchte, dann reinige ich das Ganze und ich leide darunter, sobald ich es harze und zupfe. Das seht ihr auch in diesem Video, was ich gedreht habe. Ich bekomme immer Rötungen. Meine Haut ist da einfach super empfindlich. Ich muss da wirklich aufpassen, dass ich mir nicht zu viel Haut wegzupfe. Aber alles im grünen Bereich sieht in dem Video wirklich sehr, sehr schlimm aus, ist aber halb so wild. Ich bin da einfach super empfindlich. Und wenn ich mit allen Steps fertig bin, also meine Augenbrauen wieder in Form gebracht habe, sie gefärbt habe, dann kommt dieses Teilchen hier zur Anwendung. Und ihr seht, ich habe echt wenig verbraucht. Das ist einfach ein Roll-On, der von Haus aus einen kühlenden Effekt gibt, den man einfach auf die Augenbrauen aufrollen kann, der das Ganze beruhigt und die Schwellungen wieder wegnimmt und funktioniert für mich richtig, richtig gut. Man merkt schon nach einer Stunde, oh, da hat sich was getan, es fühlt sich wieder ganz normal an die Haut, sie ist nicht gereizt und am nächsten Tag ist nichts von meinem Massaker auf den Augenbrauen zu erkennen. Und ich dachte mir, ich zeige es euch, weil ich es richtig gut finde und sowas eigentlich nie in die Kameras gehalten werden. Und ja, ich finde, dass man sowas aber auch, wenn man sich die Augenbrauen macht, unbedingt zu Hause haben sollte, weil es eben hilft, dass die Haut rundherum auch ganz schön ist und ich glaube, ich kann meine Augenbrauen so sehen lassen. Ich bin zufrieden damit, wie sie gezupft sind, wie sie gemalt sind und ja, möchte ich das gerne als kleinen Tipp mitgeben, falls sowas wieder in eine LE kommt oder ihr vielleicht sogar das zu Hause habt, weil ich es aus einer LE habe und ihr euch denkt, ja, irgendwie nutze ich das nicht. Greift dazu, es lohnt sich. Wir kommen mal in Richtung Düfte. Ich habe euch Parfüms gezeigt, aber mich hat in Richtung Düfte auch noch ein bisschen was anderes begeistert. Ich starte mal mit dem Thema Haare. Und zwar habe ich in Anwendung, und das schon super, super lange, ein Haarparfüm. Und zwar von Unique, das Sweet Vanilla Diana zu Löwen Haarparfüm. Das hatte ich mal aus einem Adventkalender, der, glaube ich, 4 oder 5 Jahre alt ist. Ja, und da war dieses Haarparfüm drinnen und ich bin eigentlich nicht so der Fan von Haarparfüm, weil ich im Körper Parfüm trage. Aber ich habe gemerkt, gerade im Sommer, wenn es jetzt darum geht, Sonnenbaden zu gehen, ist es nicht wirklich sinnvoll, wenn ich mich zum Beispiel in der Früh fertig mache und sage, ich drehe jetzt noch ein Video, so wie heute,
Und ich sprühe mich dann ein und fahre dann vielleicht anschließend zu meiner Familie schwimmen. Macht es keinen Sinn, Parfüm auf die Haut aufzutragen, weil es einfach durch die Sonne Flecken ergeben könnte. Manchmal möchte ich aber dieses frische Gefühl mit mir mittragen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Und dann kommt dieses Haarparfüm ins Spiel. Es ist natürlich so, dass Haarparfüm die Haare austrocknet. Das sollte man wissen. Ich neige zu leicht fettigen Haaren, somit beschwert es mein Haar nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es sie zusätzlich austrocknet. Und ich benutze es auch für das nicht sehr oft. Aber so ab und zu mag ich es einfach, wenn der Wind dann durch die Haare geht und diesen Duft, in dem Fall von Vanille, mit aufnimmt. Und deswegen ist es ein Produkt, was ich, finde ich, einfach mal in die Kamera halten sollte. Es sollte einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen und ich finde es richtig gut. Den Vanilleduft mag ich. Es ist eher ein sehr starker Vanilleduft. Das heißt, gerade im Sommer könnte auch der Duft ein bisschen zu viel sein. Ich mag ihn aber sehr gerne leiden. Nächstes Duftthema ist ein Duftstäbchenhalter in der Variante jetzt von Rituals. Ich habe euch erzählt, dass ich eigentlich der absolute Kerzenmensch bin und durch den Umzug in die Wohnung ja, habe ich irgendwie noch nicht den perfekten Platz für eine Kerze gefunden, die dauerhaft brennen darf. Aber ich habe diese Teilchen für mich wirklich entdeckt. In manchen Räumen habe ich diese Duftstäbchen aufgestellt, vor allem in der Toilette machen wir diese kleinen, das ist jetzt wirklich eine kleine Variante, ganz, ganz viel Spaß und geben so nebenbei Duft und Rituals hat echt tolle Düfte. Und der ist jetzt eben aufgebraucht, ich dachte, ich muss euch das zeigen, weil der nächste steht schon wieder auf der Toilette und ja, wenn es keine Kerzen sind, dann sind es zumindest diese Duftstäbchen, die mich im letzten halben Jahr sehr begeistert haben und davor eigentlich bei mir in den Hintergrund gerutscht sind. Ich habe euch von sowas eigentlich nie erzählt, weil ich eher der Kerzenfan war und immer noch bin, aber da noch nicht den perfekten Ort gefunden habe, wo er aufgestellt werden soll. Und bei Duftstäbchen habe ich nicht das Problem, dass etwas anbrennen könnte und dann kann ich variabel aufstellen, wo ich möchte. Und der gibt auch nur einen dezenten Duft, was ich auch angenehm finde. Und ich muss halt auch nicht aufpassen wie bei einer Kerze. Deswegen unbedingt in diesen Halbzeitfavoriten dabei, weil ja das was ist, was mich im letzten halben Jahr begeistert hat. Ja, das nächste Duftteilchen ist auch etwas, mit dem ich mich früher nicht so befasst habe und erst seit kurzem, also ich würde sagen so seit 2,5, 3 Monaten gut finde. Und zwar die Rede ist von so Kissen, Pillow Sprays. Ich habe die immer belächelt und Leute, ich kann euch sagen, so die letzten 2, 3 Monate habe ich daran Gefallen gefunden. Ich habe da jetzt eine sogar schon aufgebraucht von Rituals, The Ritual of Ying. Das ist jetzt so ein Deep Sleep Pillow Mist und genauso nutze ich ihn auch. Also gerade wenn es draußen wirklich warm werden soll und ich habe über die Nacht gelüftet und stehe in der Früh auf und mache mich fertig und gehe dann vielleicht nach 10, 15 Minuten nochmal in mein Schlafzimmer Schmuck holen oder Kleidung holen, merke ich oft, dass die Luft steht, dass der Geruch, ich würde sagen, dieser abgestandene Geruch, einfach vom Schlafen, von den Ausdünstungen vom Körper, sagen wir es einfach, wie es ist. Ich habe zwar immer gelüftet und ich schlafe mindestens mit gekipptem Fenster, trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Luft einfach anders ist. Und ich habe dann in der Früh meistens mein Fenster aufgerissen, bin dann eben nach 10, 15 Minuten wieder in den Raum. Und ab und zu habe ich dann die Lust gehabt, meine Polster, meine Vorhänge mit diesem Spray einzusprühen, einfach um einen frischen Duft zu geben. Nicht so aufdringlich, also es muss schon ein Duft sein, der mir gefällt. Der hier, finde ich, ist ganz nett. Der ist eher so, ich würde sagen, so frisch, Eukalyptus. Nicht zu aufdringlich und ich muss auch sagen, ich sprühe sowas nicht täglich. Das ist doch manchmal vielleicht nur einmal in der Woche oder so. Und ich sprühe es auch ganz wichtig nur in der Früh. Ich mag es nicht kurz vorm Schlafen. Ich mag dann nicht, dass der Geruch so lang enthaltend ist. Und gerade bei Rituals, muss ich sagen, haltet der Duft super gut. Aber ich habe es für mich einfach neu entdeckt, dass ich das irgendwie als ein Wohlempfinden habe, wenn dieser Geruch dann auch noch nachmittags im Raum zu merken ist, wenn ich nach Hause komme. Aber bis am Abend, bis ich mich wieder in mein Bett kuschel, doch sehr verflogen ist und vielleicht nicht mehr ganz leicht wahrnehmbar. Und deswegen dachte ich mir, muss ich euch das zeigen, dass ich dafür auch jetzt Begeisterung gefunden habe. Und dass das ja eine Duftmöglichkeit ist, in den Raum zu bekommen, ohne gleich Kopfweh zu verursachen. Gut, wir haben noch 3 Produkte, die ich euch zeigen möchte und ich hoffe, es ist für euch nach wie vor spannend, dass es mal nicht Beauty ist, sondern alles rundherum. Ich bleibe bei der Variante Duft und möchte euch gerne eine Handcreme zeigen.
die ich tatsächlich fast aufgebraucht habe. Ihr seht, ich habe wirklich Produkte genommen, die auch wirklich leer wurden und die auch demnächst dann im Aufgebrauch zu sehen sein werden. Ich habe erst neu gesammelt und den Aufgebrauch gedreht. Ich weiß nicht, ob da schon Teile davon gekommen sind, aber da ist noch ein bisschen drinnen und dort ist noch ein bisschen drinnen. Aber demnächst wird das Ganze natürlich ins Aufgebraucht wandern. Und die Handcreme, die ich euch von Herzen empfehlen kann und dass ich das mal sage, ist diese NYX-Handcreme. Hat mich das letzte halbe Jahr sehr begeistert. Habe ich im Bett stehen? Ich habe tatsächlich Handcreme nur im Bett stehen. Ich muss sagen, ich habe sehr weiche, durchfeuchtete Hände, würde ich fast sagen. Also ich habe keine Probleme mit trockenen Händen. Ganz, ganz selten im Winter. Und daher stehen bei mir eigentlich Handcreme nur beim Bett. Da kommt es halt vor, dass ich mich so ein-, zweimal die Woche mit Handcreme eincreme, aber eher selten. Und die fand ich mega oder finde ich mega. Sie ist zum Glück noch nicht leer. Der Duft ist so angenehm. Das ist eine Handcreme, die mega schnell einzieht, die sehr, sehr reichhaltig auf deinen Händen wirkt, aber sofort einzieht. Und ja, mega, mega guter Duft. Eher was Neutrales, nicht so quietschig. Und ich finde, dass der ein tolles Ergebnis macht. Ich schaue jetzt gerade reparierend, nährend und schützend. Ja, das würde ich so unterschreiben. Also würde wirklich sagen, dass das seit langem mal eine Handcreme ist, wo ich richtig, richtig begeistert bin. Und ihr wisst, ich bin kein Fan von Handcremen. Und ich halte euch Handcremen so gut wie nie in die Kamera. Und genau deswegen fand ich das Format so spannend, weil sich ja in dem letzten halben Jahr Favoriten herauskristallisiert haben, die ihr so von mir nicht kennt. Und dazu gehört auf jeden Fall diese Handcreme. Mega, mega vom Duft. Im Gegenzug halte ich euch jetzt was in die Kamera, was ihr von mir auf jeden Fall kennt. Und zwar sind es meine liebsten Abschminkpuffel. Ich glaube, mittlerweile sind die in aller Munde. Jeder hat sie, jeder liebt sie und auch ich liebe sie nach wie vor. Die Abschminkpuffel, die man sich ans Handgelenk gibt und dann sein Make-up abnimmt. Es sind einfach so tolle Puffel, die es easy machen, sich auch untertags abzuschminken, ohne dass seine ganze Kleidung versifft ist, weil einem eben das ganze Produkt hier nicht runterläuft, sondern von den beiden süßen, kleinen, fluffigen Dingen aufgehalten werden. Und ich habe die mittlerweile dreifach hier. Lieb sie, pack sie auch immer wieder zwischendurch in die Waschmaschine und sind ein absoluter Favorite in meiner Routine geworden. Ich könnte ohne sie nicht, das habe ich euch schon oft in die Kamera gehalten und auch das letzte halbe Jahr möchte ich nicht drauf verzichten und ja, empfehle sie auch immer. Ich empfehle sie wirklich weiter, weil sie echt ein Game Changer sind und für alle, die sie noch nicht zu Hause haben, holt euch die. Es lohnt sich wirklich und es macht Spaß, sich dann abzuschminken und nicht den ganzen Schmott auf den Händen zu haben und hier runterlaufen zu haben. Also das ist schon wirklich eine mega coole Erfindung. Hätte man viel früher schon sich überlegen können, weil es jetzt nicht unbedingt was ist, was es nicht schon ewig am Markt gibt. Früher hat man einfach Schweißbänder dazu gesagt und es hätte genauso funktioniert. Wir sind beim letzten Produkt angekommen, das ich nicht ausführlich getestet habe, aber ich würde doch sagen, sehr oft angewendet habe und wirklich den Hype verstehe. Und zwar die Rede ist von dem Color Wow Dream Coat Supernatural Spray. Man kennt es. Es haben viele schon in die Kamera gehalten und schwören darauf. Ich habe die Möglichkeit gehabt, durch meine liebe Freundin es zu testen, in einer riesengroßen Variante. Und ich muss euch sagen, ich verstehe den Hype. Ich finde, dass die Haare wesentlich glänzender, glatter und hübscher werden. Jetzt in den letzten, ich würde sagen, 1,5 Monate habe ich seltener dazu gegriffen, weil es mir einfach nicht möglich ist, durch die viele Wärme und ich sehr leicht am Kopf schwitze, die Haare zu glätten mit Locken. Ich habe da momentan eher dieses, ich habe diese natürlichen Beach Waves, so wie die Haare wie einfach fallen, knote ich sie mir auf und wenn da ein bisschen Welle entsteht, dann habt ihr das in den Videos mitbekommen. Ansonsten sind sie einfach glatt, so wie sie natürlich sind. Aber das macht halt dann schon noch einen Unterschied. Anzuwenden ist es ganz, ganz simpel. Ihr wascht euch ganz normal die Haare, Conditioner, eure ganz normale Pflegeroutine. Aber statt einem Leave-In-Spray benutze ich dann immer dieses Produkt hier. Das gebe ich mir dann ein, warte so gute 10, 15 Minuten und dann beginne ich mir meine Augen, natürlich, die Hitze. Dann beginne ich mir meine Haare zu föhnen. Und durch das Föhnen kommt dieser extreme Glanz raus. Es wird geglättet und es sieht richtig, richtig gut aus. Also ich finde den Hype tatsächlich richtig gut. Wenn ihr das irgendwie mal als
Beigabe in so einer Mini-Variante bekommt oder durch einen Adventkalender, die ja bald anstehen, dann schaut euch das Produkt unbedingt an. Ich finde das richtig, richtig gut und ich verstehe den Hype um die Produkte und deswegen, ja, bin ich froh, dass ich es durch meine Freundin bekommen habe. Ich habe noch sehr viel davon und ich kann mir vorstellen, dass ich dann im Herbst wieder viel dazu greife, was einfach die Haare richtig, richtig schön glänzend macht. Jetzt, wenn ich sie so zugemacht trage, ist es nicht notwendig. Oder auch, wenn ich im Sommer einfach schwimmen gehe, dann brauche ich das nicht durch so ein Produkt verstärken. Aber in den kälteren Jahreszeiten oder ebenso, wie ich es euch jetzt gerade auch gesagt habe, zwischen Jänner und Juni, war das ein toller Begleiter, so ab und zu dieses Produkt zu benutzen, um mehr Glanz aus den Haaren rauszuholen. Mega, mega toll. Gut, ich würde sagen, ich habe richtig viel gequatscht. Es waren sehr unterschiedliche Favoriten und ich glaube, ihr habt mitbekommen, dass Beauty nicht so mein Hauptthema war. Ich liebe die Beauty-Welt und nach wie vor schminke ich mich super gerne, mache mich fertig und style mich sehr gerne. Aber trotzdem bin ich auch bedacht, das, was ich zu Hause habe, auszutesten, zu benutzen, zu verwenden und nicht immer nur nachzukaufen. Der Konsum, und ich finde, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht empfinde ich es nur so, gerade das erste halbe Jahr haben sich die LA-Produkte überschlagen und auch mich teilweise erschlagen. Ich möchte demnächst auf LA-Jagd gehen. Es sind doch so einige LAs, wo sich so ein, zwei Produkte drinnen sind, die mich ansprechen. Schauen wir mal, ob ich die bekomme. Wenn nicht, würde ich es auch nicht so schlimm finden. Aber wie gesagt, ich hoffe, es war für euch irgendeine Inspiration dabei, die euch gefallen hat, wo ihr sagt, ja, finde ich cool, dann möchte ich Ausschau halten. Und wenn es nur nach so einem tollen Spüli von DM ist, die für mich eine richtig gute Wirkung haben, oder eben auch einen klassischen Toaster, der einfach ein bisschen was in meinem Leben verbessert hat, vereinfacht hat, Routinen geändert haben, genauso wie mein Trinkverhalten. Leute, ich bedanke mich, dass ihr wie immer dabei wart bei dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal super gerne, was hat euch von Jänner bis Juni begeistert? Wo sind bei euch Highlights entstanden oder auch Favoriten, die ihr vielleicht schon viel länger habt, aber die sich einfach wieder herauskristallisiert haben, dass sie auch von Jänner bis Juni immer noch für euch klassisch sind und top sind? Schreibt mir das super gerne in die Kommentare. Ich würde gerne andere Sachen auch testen. Und es muss, sage ich euch gleich, nicht Thema Beauty sein. Es kann jede Kategorie sein. Ob es jetzt euer neues Blumenbeet ist, ob es eure neue Mascara ist, vielleicht eine neue Kuscheldecke, whatever. Ich würde das super spannend finden, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr hattet Freude mit mir und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ein Abo wäre richtig toll von euch und ich freue mich. Bis bald. Tschüssi. Baba.